Jo Freunde, was geht ab? Hier ist Khalid und willkommen zu einem neuen Assassin's Creed 2 Video. Ja meine Freunde, wir machen jetzt hier weiter mit der Armee hier, oder diese kleine Armee, die wir jetzt gesammelt haben. Und ja, jetzt gehen wir mal zur nächsten Aufgabe und gucken, was uns jetzt erwartet. Dann starten wir mal direkt los. Ja Freunde, viel Spaß dabei, ne? Wie immer. Ich glaube, ich muss mal wieder hier rüber klettern. Ah, da seid ihr ja. Ist es getan? Ja, alle eure Männer sind in Stellung. Bene, bene. Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt aussehen wird. Aussichtspunkt erreichen. Okay, es kann losgehen. Wer immer dieser Assassine sein mag, er erschüttert den Frieden dieser Stadt in seinen Grundfesten und hinterlässt nur Leid und Elend. Ich glaube, müssen wir etwa hoch? Niemand soll sagen, dass edle Venedig hätte nur untätig zugesehen und seine stolzesten Bürger in der Stunde der Not im Stich gelassen. Eine Tür oder was? Lasst euch nicht täuschen von Liedern über Ehre, Gerede über Justizirrtümer und Gerüchten über Rache. Der Mörder ist ein Mörder, mehr nicht. Niemand soll sagen, das edle Venedig hätte nur untätig zugesehen und seine stolzesten Bürger in der Stunde der Not im Stich gelassen. Wir müssen diesem Schrecken ein Ende setzen. Freunde, traurig muss ich mit ansehen, wie unsere schöne Stadt von einem einzelnen Mann in die Knie gezogen wird. Macht Venedig stolz, findet den Mörder, lasst ihn büßen. Also, ah ja. Bartolomeo braucht meine Hilfe. Scheiße, ich hab vergessen zu synchronisieren. Fuck. Muss zum Arsenale zurück. Salvezio!
Wollt ihr Gesellschaft? Ich bitte darum. Den Cliff müsst ihr mir beibringen. Dem nach! Da, auf ihn! Ich sehe zu, dass ich abhaue. Ist er das? Ihr gewinnt! Ciao! Ein feines Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch seine Hand zu fallen. Du kannst nicht mal, du Hurensohn! Forza Putana! Komm, Ezio! Wir müssen dieses elende Schwein aufhalten! Glaubst du, ich weiß nicht, warum du hier bist, Ezio? Aber du kommst nicht. Du kannst nicht verhindern, dass wir es bekommen. Ah, ja, du weißt es immer noch nicht, oder? Aber wenn dann dir fertig ist, ist das eh egal. Vermisst du ihn, Ezio? Deinen närrischen Vater? Ich bereue nur, dass ich den Hebel... Hallo, töte doch von hinten, Mann. ...konnte, um zu sehen... Genug davon! Wir haben keine Zeit! Kommt zu mir! Wir müssen abreisen! Ezio, geht jetzt! Dieser Rohling führt euch sicher direkt zu seinem Meister! Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen! Schnell! Die wollen ohne uns ablegen! Was ist hier passiert? Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Dogen. Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Ach, wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypern heißt ihr Ziel. Sie wollen... Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescant in pace. So, meine Freunde. Gut gemacht, Ezio. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch und die Männer, Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden. So, Freunde, wir sind hier durch. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle, ne? Brief an Dantolomeo erhalten. Okay, ja, guck gleich. Freunde, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Checkt alles aus, Instagram, Snapchat, wie auch immer, Facebook und so. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.